Ja, herzlich willkommen. Mit Hilfe von Daten kann die Verwaltung viele Mehrwerte für die Nutzerinnen und Nutzer schaffen. Zukunftsthemen wie Energiepolitik, Mobilität oder auch Wohnungspolitik können mit Daten effizienter und gemeinwohlorientiert gestaltet werden. Wir haben zwei Fragestellungen vorab für Sie und euch mitgebracht. Und zwar, wie schafft man Voraussetzungen, damit Daten eine treibende Kraft für Innovation und nachhaltige Entwicklung sein kann? Und wie gelingt es, diesen Datenschatz der Verwaltung zu heben? Wir möchten Sie und euch in den nächsten 10 Minuten mit auf eine Expedition nehmen, bei der wir herausfinden, wie ein souveräner Umgang mit Daten in der Verwaltung passieren kann. Doch bevor es losgeht, neben den zwei Fragestellungen, die ich gerade mitgebracht habe, die Frage aller Fragen. Sie sehen hier oft den, oder zumindest wenn ich das gleich nochmal präsentieren werde, das Wort Datensouveränität. Was heißt das eigentlich? Wir definieren Datensouveränität als Fähigkeit der Verwaltung, einen bewussten und sicheren sowie einen selbstbestimmten, aber auch strategischen Umgang zu finden und gleichzeitig diese in der Praxis umsetzen zu können. Dazu gehört beispielsweise die Verringerung von technischen Abhängigkeiten, die Bereitstellung von einheitlichen Standards sowie die offenen Daten, die bereitgestellt werden können, damit sie weiterverwendet werden. Das klingt jetzt super abstrakt und ich versuche jetzt hier ein bisschen konkreter zu werden mit einigen Beispielen von Stadt, Städten, Kommunen, Ländern und Bundesebene. Es ist nämlich so, dass die Stadt Mönchengladbach ihre Stadtbevölkerung dazu einlädt, digitale Begehungen zu machen für öffentliche Gebäude sowie Wohnungsquartiere, die aktuell in der Planung sind. Und das geschieht mit digitalen Zwillingen. Digitale Zwillinge sind virtuelle Abbildungen von Objekten oder Systemen, die dann gleichzeitig genutzt werden, um beispielsweise mögliche Szenarien abzubilden. Für Hitzeinseln oder Frischluftkorridore, dafür wird das genutzt. Und gleichzeitig wird die Beteiligung auch nochmal großgeschrieben. Denn die Stadt Mönchengladbach benutzt diese digitalen Zwillinge, die sie visualisieren, gleichzeitig als Diskussionsgrundlage mit ihrer Stadtbevölkerung darüber zu sprechen, welche Maßnahmen getroffen werden können und wie die Wirkung dieser neuen Maßnahmen auf das Stadtbild hat. Ein anderes Beispiel haben wir hier auch auf den Bildern zu sehen. Und zwar, wer kennt es nicht, man läuft irgendwo her und plötzlich ist so ein E-Scooter auf dem Boden zu sehen und liegt dann zwischendurch oder ist dann falsch geparkt. Und die Stadt Köln hat beispielsweise so Parkzonen eingebaut oder eingerichtet und die Steuerung sowie das Einhalten dieser Parkzonen werden mit Hilfe von GPS eingehalten. Dann haben wir ein weiteres Beispiel. Und zwar mit Mustererkennung können alte Luftbildaufnahmen analysiert werden. Und zwar ist es dafür gedacht, dass mögliche Bombenkrater auf diesen alten Luftbildern erkannt werden und gleichzeitig georeferenziert werden. Das hilft insbesondere bei Bauprojekten rechtzeitig zu erkennen, ob da irgendwelche alten Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg zu finden sind. Genau, und oftmals wird das eben auch für eine ganzheitliche optimierte Verkehrssteuerung verwendet, beispielsweise über Ampelsysteme einen neuen Weg einzuführen oder eine Einbahnstraße einzuführen. Genau, das waren jetzt einige Beispiele, kurz gesagt. Aber wie Sie sehen oder ihr seht, die Grundvoraussetzung ist bereits erfüllt. Die Verwaltung hat selbst Daten, die sie verwenden können, aber auch selber sammeln können. Und das hilft immens weiter für die weiteren Schritte.
Aber woran lässt sich so ein souveräner Umgang mit Daten tatsächlich festmachen? Und da wird meine liebe Kollegin Clara Wollburg weiter ins Detail gehen und euch auf die Reise mitnehmen. Ja, wir sehen also an diesen Anwendungsfällen, es gibt ganz konkrete Mehrwerte für uns alle, wenn die Verwaltung Daten nutzen kann. Aber wie kommt sie da jetzt hin? Man denkt vielleicht, in erster Linie ist das eine technische Frage. Wir brauchen technisches Know-how, um solche Use Cases umzusetzen. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, gemeinsam mit unseren Gesellschaftern, dass eigentlich viele organisatorische, kulturelle, rechtliche Aspekte dahinter stehen, die Voraussetzung sind dafür, dass eine Verwaltung datensouverän werden kann. Diese Voraussetzungen haben wir in 6 Dimensionen der Datensouveränität zusammengefasst und ich nehme euch und Sie jetzt einmal mit durch diese 6 Dimensionen. Use Cases. Use Cases sind deswegen wichtig, weil der Wert von Daten oft erst an konkreten Anwendungsfällen klar wird. Wir haben das hier gerade mit den Beispielen gesehen. Wir empfehlen in Verwaltungen oft, dass sie nicht mit einem großen Strategiekonzept anfangen, sondern mit ganz konkreten Pilotprojekten. Das hilft deswegen, weil man dann sieht, was kann man eigentlich mit Daten machen, wo sind noch Herausforderungen bei uns hier in der Verwaltung, wer hat richtig Lust auf das Thema hier bei uns in der Organisation, wo müssen wir vielleicht noch nachschärfen. Ja, das heißt, mit Use Cases kann man sich ausprobieren, Fehler machen und aus Fehlern lernen. Use Cases sind auch deswegen so wertvoll, weil jeder umgesetzte Anwendungsfall sich auch kommunikativ nutzen lässt. Man kann damit die Bevölkerung begeistern, aber auch Mitarbeitende für das Thema sensibilisieren. Datensouveränität braucht auch Governance, das heißt, das Thema muss organisatorisch in der Verwaltung verankert werden. Was heißt das konkret? Wir brauchen Stellen und Rollen, die den Hut aufhaben bei dem Thema, sowohl auf strategischer Ebene mit Rückendeckung von der Verwaltungsführung als auch auf fachlicher Ebene. Zum Thema Governance gehört auch, dass wir klare Prozesse und Verantwortlichkeiten haben, wie wir zum Beispiel Daten miteinander teilen, welche Standards wir brauchen, welche Datenqualität notwendig ist. Und Governance bedeutet, dass man wirklich die unterschiedlichen Akteure in der Kommune oder der Verwaltung generell mit einbezieht. In Kommunen ist es beispielsweise so, dass wertvolle Daten nicht nur in der Verwaltung selbst liegen, sondern auch bei Konzernen der Stadt, zum Beispiel den Stadtwerken. Hier gilt es also, die unterschiedlichen Akteure zusammenzubringen und eine gemeinsame Datennutzung sicherzustellen. Was braucht es noch für Datensouveränität? Es braucht Strategie. Das heißt, setzen Sie sich in Ihrer Organisation mit den wichtigsten Akteuren zusammen und entwickeln Sie ein strategisches Selbstverständnis, was Sie eigentlich mit den Daten bewirken wollen. Welche Wirkungsziele setzen Sie sich? Geht es zum Beispiel darum, das Energiemanagement effizienter zu gestalten? Wollen Sie Daten nutzen, um die Leistungen für Bürgerinnen und Bürger zu verbessern? Es braucht Ziele und auch Handlungsfelder, die identifiziert werden. Wichtig ist aber auch, dass Sie sich darüber Gedanken machen, welchen ethischen Rahmen Sie sich setzen möchten für die Datensouveränität. Das sind Themen wie zum Beispiel Privatsphäre, Datenschutz. Die öffentliche Hand hat die Chance, hier eine Vorreiterrolle einzunehmen für eine wertebasierte und gemeinwohlorientierte Nutzung von Daten. Die 4. Dimension ist die Infrastruktur. Man braucht passende Infrastrukturen, um Daten miteinander zu vernetzen, zu verbünden und zu speichern. Die Städte Mönchengladbach und Krefeld beispielsweise haben sich urbane Datenplattformen gegeben. Das sind Plattformen, wo die Daten der Stadt zentral zur Verfügung gestellt werden. Der große Mehrwert daran ist, dass die Datenschätze nicht mehr in einzelnen Fachbereichen und Silos verhaftet sind, sondern jetzt zusammengetragen werden und so ganz neue Use Cases möglich werden und umgesetzt werden können. Letztendlich ist Datensouveränität aber auch eine große Frage der Kultur. Wir müssen Silos aufbrechen, Mitarbeitende sensibilisieren und informieren über das Thema und auch die Bevölkerung mit einbeziehen. Das ist zum Beispiel durch Formate wie ein Datenfrühstück möglich, wo man unterschiedliche Akteure miteinander an einen Tisch bringt, sie informiert, gemeinsam über mögliche Use Cases spricht und so einen Experimentierraum schafft. Die Stadt Wien hat Datenspaziergänge durchgeführt. Da wird die Bevölkerung eingeladen, durch die Stadt zu spazieren. Es wird ihr gezeigt, wo werden hier eigentlich Daten gesammelt und was wird mit denen gemacht, wo liegen die Mehrwerte.
Die letzte Dimension ist die Datenkompetenz. Das umfasst zum einen die fachliche Kompetenz, sowas wie Datenanalyse, Statistik und so weiter. Das bedeutet aber auch, dass alle in der Verwaltung ein ganz grundlegendes Verständnis davon haben, was sind eigentlich Daten, was kann ich damit machen, wo muss ich vielleicht aufpassen und wo liegt das strategische Potenzial. Das ist die sogenannte Data Literacy. Die Verwaltung sollte also nicht nur fachliche Kompetenzen stärken, sondern für eine grundlegende Data Literacy in der Verwaltung sorgen. Jetzt fragen Sie sich hoffentlich, wie kann ich jetzt anfangen? Wie kann ich die ersten Schritte gehen in Richtung Datensouveränität? Da wird Ihnen meine liebe Kollegin noch ganz schnell Tipps mit auf den Weg geben. Ganz schnell. Und zwar, ihr müsst diesen Weg zur digitalen, souveränen Verwaltung, die nicht alleine gehen. Und zwar seid ihr nicht die Einzigen. Und lasst euch dabei inspirieren, tauscht euch aus, insbesondere ist das CBF perfekt dafür gerade, um zu wissen, herauszufinden, wie Daten in der öffentlichen Verwaltung genutzt werden kann. Und hier hinter diesem QR-Code haben wir natürlich nicht den Datenschatz der Verwaltung versteckt, aber einige hilfreiche Links und Tipps und Tricks sowie Best Practices, Praxisbeispiele und Netzwerke. Ich merke gerade, es ist gerade nichts dahinter. Das versuchen wir zu beheben. Vielen Dank.